Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute beim BizOps Forum. Wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen. Zuerst dachten wir, wir stellen uns einmal vor, bevor wir unsere Reise zu APM danach einmal da ein bisschen tiefer eintauchen. Thomas und ich arbeiten beide bei Henkel in der IT-Abteilung, auch Henkel DX genannt. Mein Name ist Stefanie Netzer. Ich bin jetzt seit ziemlich genau 4 Jahren bei Henkel dabei, als Service Manager unterwegs, also verantwortlich für unterschiedliche und ja, bin eigentlich direkt von der Uni aus relativ kurz und ja, freue mich jetzt. Ich habe das Projekt mit Thomas ungefähr vor 1,5, 2 Jahren angefangen und freue mich, dass wir das heute vorstellen können. Und ja, Thomas, am besten sagst du selber zu dir ein paar Worte. Ja, vielen Dank, Stefanie. Von mir auch vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, unser Projekt auf dem BizOps Forum vorzustellen. Da freuen wir uns super drüber. Zu meinem Profil, mein Name ist Thomas, 10 Jahren in der IT, in verschiedenen Rollen und in verschiedenen Branchen, Industrien. So, ich habe in der Bankindustrie gearbeitet, in der Flugzeugbranche und bin jetzt bei Henkel im Konsumgüterbereich, auch in der IT. Und genau, mit der Stefanie zusammen in dem Projekt fürs Monitoring und AIOps und im APM und was wir dort alles so betrachtet haben. Und ja, wir haben unsere Präsentation in 3 Teile aufgeteilt. Ich würde starten und einmal erklären, warum wir das gemacht haben, was war die Motivation dahinter und was hat uns auch während dieses Projektes immer wieder angetrieben. Dann übergebe ich einmal an die Steffi, die dann erklärt, wie wir es gemacht haben, von dem Konzept und der Struktur bis hin dann zum Rollout. Und am Ende schließe ich nochmal und gebe euch nochmal einen Überblick, was wir gemacht haben, technologisch und auch organisatorisch und einen kurzen Ausblick. Und dann haben wir natürlich noch kurz Zeit für Fragen. Genau. Damit gehen wir dann auf die zweite Folie. Genau. Wie Steffi schon sagte, wir beide kommen aus dem IT-Betrieb, auf dem Applikationsbetrieb. Und da ist uns dann auch aufgefallen, dass es neue Herausforderungen gibt. Also der Applikation ist momentan oder auch schon länger stark im Umbruch und technisch, das heißt, die Applikationsarchitekturen verändern sich ganz, ganz stark. Es geht sind mehr dynamische Architekturen und nicht mehr diese statischen Architekturen von Client-Server-Modellen, die man noch so von früher kennt. Und auch organisatorisch wachsen die Teams, Betrieb und Entwicklung einfach viel, viel mehr zusammen und die Grenzen verschwimmen mehr. Und das war im Prinzip ein Trend, den wir erkannt haben und auch gesehen haben im Tagesgeschäft, dass es einfach immer schwieriger wurde und dass wir auch ja, bei den Kollegen gemerkt haben, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die Herausforderung immer größer wird. Und genau das ist auch das, was uns am meisten angetrieben hat. Wir wollten den verschiedenen Teams bei uns, bei der Henkel IT, Unterstützung geben, um diese komplexen Probleme dann auch lösen zu können. Bei uns war auch klar, dass durch die herkömmlichen Herangehensweisen diese Probleme nicht zu lösen sind. Also für verschiedene Applikationen gab es noch manuelle Checks, das heißt, dass manuelle Überprüfungen von verschiedenen Schwellenwerten auf einer stündlichen Basis durchgeführt wurden. Das ist so ein Beispiel, wo wir auch gesagt haben, also wir müssen weg von diesen Excel-Listen und wir müssen mit den neuen Technologien arbeiten, um diesen Datenmengen und diese Probleme auch lösen zu können. Und was uns halt auch aufgefallen ist, also wir haben wirklich stark mit dem IT-Betrieb gestartet, dass in diesen sogenannten War Rooms, kennt bestimmt jeder von Ihnen, diese Krisen-Calls, wo man dann drin sitzt und sich gegenseitig ausfragt, wer denn in den Logs schon was rauslesen konnte, wo das Problem liegen könnte, dass
wurde auch immer schwieriger. Und genau, dann, als wir angefangen haben, wir haben viel im Betrieb angefangen, also mit den Betriebsteams und sie dann auch mit, wir haben Dynatrace damals dann als Lösung ausgesucht, im Prinzip damit vertraut zu machen, wie arbeiten wir damit, was kann diese Lösung, wie arbeitet sie mit den Daten, welche Metriken müssen wir interpretieren, ist uns auch relativ schnell klar geworden durch die Gespräche, dass das nicht nur ein Thema ist, wie wir es so aus Jahren kannten für den Betrieb, dass es für die Entwicklung auch sehr, sehr interessant ist. Da haben wir im Prinzip ein ähnliches Feedback bekommen, dass sie dann, bevor sie ein Release freigeben möchten, in den verschiedenen DevOps-Teams und auf Fehler gestoßen sind, genau die gleichen Fragestellungen haben. Dass sie nicht wussten, warum das Release jetzt durch ein Quality Gate nicht vernünftig durchgelaufen ist und dann auch in diesen Calls zusammengekommen sind und die verschiedenen Entwickler dann schon geguckt und die Integration von der APM als Beispiel kann einen da unheimlich weiterbringen. Und genau, das kombiniert mit so einer Ende-zu-Ende-Sicht, die wir auch teilweise schon hatten, aber zum größten Teil nicht, sagen wir es, wie es ist. Man hat verschiedene Monitoring-Lösungen schon implementiert, wie jede andere Firma auch, oft auch regelbasiert. Man guckt aber oft in diese einzelnen Töpfe. Das heißt, ich habe Metriken für Netzwerk, ich habe Metriken fürs Rechenzentrum, ich habe auch Metriken für die Applikation. Was uns an vielen Stellen noch gefehlt hat, ist, diese Metriken in einer Ende-zu-Ende-Sicht zu verbinden. Und so auch ein aussagekräftiges Bild für die Performance und die Verfügbarkeit dieser Applikation zu bekommen. Das ist, wo wir herkommen, was uns angetrieben hat. Und jetzt würde ich einmal an die Stefanie übergeben, dass sie euch erklärt, wie wir vorgegangen sind. Stefan. Wir haben das jetzt im Prinzip in vier Schritte unterteilt, wie Thomas gerade schon sagte, einmal von der Analyse bis hin zum Rollout. Also wir haben wirklich erstmal mit einer Bestandsaufnahme angefangen. Wir wurden halt von unserem Management angesprochen, guckt euch das doch bitte mal genauer an. Und wie das dann so ist, läuft man dann erstmal los, unterhält sich mit verschiedenen Kollegen. Was gibt es im Netzwerkbereich? Was gibt es im Datacenter-Bereich? Auch APM, was wir da bisher hatten, und haben auch tatsächlich ein paar unterschiedliche Lösungen gefunden. Aber wie Thomas schon sagt, es war halt sehr unterschiedlich gehandhabt. Also wir hatten teilweise diese Excel-Listen und dann hatten wir aber auch tatsächlich schon wirklich professionelle Tools im Einsatz. Wir haben uns das halt alles einmal genauer angeguckt. Im nächsten Schritt haben wir dann geguckt, was gibt es am Markt? Also wie Thomas schon sagte, es war eine sehr große Veränderung von dem, was, sagen wir mal, er schon vorher kannte mit dem ganzen regelbasierten Monitoring. Wir haben uns dann mit verschiedenen Vendoren zusammengesetzt. Wir haben uns auch mit anderen Firmen zusammengesetzt und ausgetauscht, was die denn einsetzen und wo die den Schwerpunkt legen und welche Technologien die verwenden und so weiter und so fort. Also wir haben da wirklich erstmal mit so einer Analyse angefangen, was haben wir und was gibt es überhaupt. Dann sind wir auch schon relativ früh gewesen und haben mit der auch natürlich immer noch mit der zusammen und haben praktisch uns erstmal auf diese Konzeptentwicklung fokussiert. Das heißt, wir haben gesagt, wo ist denn unser größter White Spot? Und das war wirklich im Application Performance Monitoring Bereich und haben gesagt, das wird dann zuerst unser Fokus im Konzept. In diesem Konzept haben wir dann selber nochmal ausgewählt, was für Technologien wir haben, also sei es synthetisches Monitoring, ist das auch wirklich anwendbar. Und dann dachten wir uns, okay, im nächsten Schritt wäre es ja sinnvoll, das Ganze mal technisch zu verproben. Also haben wir ein POC gemacht. Und wir hatten in unserem Konzept tatsächlich schon mal so ein paar Applikationen auszustatten und das zu verproben. Dann haben wir angefangen mit einem unserer E-Shops, da geht auch Thomas gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein,
und haben den praktisch mit Dynatrace ausgestattet, weil, wie Thomas schon sagte, Dynatrace war dann das Tool, für das wir uns entschieden haben. Und genau, haben den ausgestattet und sind dann wirklich zufällig gewachsen, würde ich eigentlich sagen. Also wir hatten ja vorher bereits Applikationen ausgewählt, aber letztendlich hatten wir in unserem POC dann komplett andere Ausschrift. Also wir hatten ein Produktinformationsmanagementsystem, dann hatten wir noch einen E-Shop, unsere Webseiten und ähnlich. Also es war nicht so, dass wir durch die Organisation gegangen sind und gesagt haben, hier, wir haben hier unser tolles neues Tool, sondern es war immer ein Bedarf von den jeweiligen Applikations-Ownern, die dann auf uns zugekommen sind. Und wir gesagt haben, gut, würden wir gerne mal verproben, finden wir auch interessant. Also haben wir das dann halt gemacht und ja, hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben angefangen, eine Instanz bei uns im Henkel DigiLab aufzubauen. Das ist unser eigenes kleines Rechenzentrum, wo wir eigentlich nur Tests machen, also wirklich so, das für POCs geeignet. Wir haben jetzt keine produktiven Applikationen da laufen. Ja, und da kommen wir dann auch eigentlich schon zum nächsten Schritt. Also was wir gemacht haben, wir haben dann halt immer weitere Use Cases hinzugekommen und haben dann gemerkt, okay, das kommt ganz gut an. Wir kommen hier weiter, aber wir sind immer noch bei uns in unserer Testumgebung bei Henkel. Das heißt, wir mussten einmal eine kurze Pause einlegen und praktisch die Plattform stabilisieren und haben dann gesagt, okay, wo sehen wir uns denn in der Zukunft? Sehen wir uns on-premise in einem Rechenzentrum und haben dann entschieden, wir gehen in die Azure Cloud. Wir haben auch einige eingehen und ja, sind dann in die Azure Cloud gemoved. Und damit kamen dann auch so ein paar Themen, so Security-Themen, Governance-Themen, Dokumentation, die wir halt auch alle abhaken mussten. Also im Prinzip haben wir das dann, ich glaube, einen Monat haben wir dafür uns schon Zeit genommen und keine weiteren Applikationen wirklich als Use-Cases ongeboardet, sondern so einen kleinen Stopp gemacht, diesen Move gemacht und waren dann jetzt Anfang des Jahres ungefähr, haben wir jetzt wieder angefangen mit weiteren Applikationen, nachdem wir alles praktisch in diese stabile Umgebung gebracht haben. Ich glaube, das Wichtigste, was wir hier gemacht haben, wir haben halt keinen wirklich so Big Bang-Ansatz, wir schmeißen jetzt Dynatrace auf alle Applikationen drauf, sondern wir haben klein angefangen und sind dann immer weiter gewachsen. Und das hat für uns bisher super funktioniert. Und welche Applikationen da alle drunter fallen, das kann jetzt der Thomas noch einmal berichten. Im nächsten Slide. Genau, ich fange schon mal an. Also das was, da hat die, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den die Steffi gerade eben sagte. Wir haben da ab und zu, oder wir waren zu Beginn noch nicht, wussten wir noch nicht, wo die Reise hingeht. Also wir hatten da auch verschiedene Ideen, die wir auch bis sehr, sehr weit diskutiert haben intern. Und da als Beispiel, wir hatten auch die Überlegung, synthetisches Monitoring flächendeckend für eine große Anzahl als für Applikationen einzusetzen, aber nur synthetisches Monitoring. Dann hatten wir auch Überlegungen, die bestehenden Daten der Monitoring-Lösungen in einer AIOps-Plattform zu integrieren. Und ja, das als Startpunkt zu wählen. Am Ende ist es so, wie die Steffi gesagt hat. Wir haben dann bei der APM-Lösung den meisten Mehrwert gesehen und da war auch wirklich der Bedarf. Also wir sind dann auch angesprochen worden. Ja, das den Kollegen war bekannt. Wir planen da was und haben das Problem geschildert und das war dann wirklich auch mit der Lösung, die wir da ausgewählt haben, hat es super gepasst. Und das finde ich auch gut, also dass wir uns da nicht so festgelegt haben, dass wir da offen waren, dass wir da im Prinzip nach Bedarf gehandelt haben. Und was wir umgesetzt haben, sind verschiedene Applikationen. Wir waren da auch sehr erpicht drauf, dass wir uns da von der Technologie her sehr breit aufstellen, viel verproben können, viele Use Cases, viele unterschiedliche Use Cases und unterschiedliche Zielgruppen auch verproben. Also es geht wirklich von Mobile-Applikationen als ein Beispiel. Das ist unsere Salon-Lab-Applikation, ist auch im Internet beschrieben. Das ist so ein IoT-Device,
sieht ähnlich aus wie so ein Glätteisen. Und das kann dann die Haarstrukturen und verschiedene Parameter aus den Haaren identifizieren. Und dann werden diese Daten weitergeleitet an ein iPad. Das wird dann von einem Friseur zum Beispiel, Friseurin bedient. Und basierend auf diesen Daten werden dann Produktvorschläge gemacht. Und wir haben mit unserer Lösung dann die komplette Transaktion von dem iPad bis in die Cloud, bis in die Produktdatenbank nachverfolgen können. Und genau, dass auch Endanwender-Applikation sehr wichtig. Als ein Beispiel, dann gab es auch andere Applikationen, die nur intern benutzt werden, wo die Zielgruppe rein intern war und die auch nicht so dynamisch, also die noch im Rechenzentrum läuft, Öffnung zu Stufen ist, wie Product Information Management, wobei wir da sehr viele Schnittstellen haben. Also es war eine komplett andere Anforderung. Da war auch jetzt nicht die Anforderung an Real-User-Monitoring, sondern eher Schnittstellen-Monitoring. Und auf der anderen Seite die E-Shops, die schon auf einer sehr dynamischen Microservices-Architektur gebaut sind in den verschiedenen Clouds. Und dann Websites sehe ich hier gerade, das hatte Steffi auch gerade schon mal gesagt, viele unserer Unternehmenswebseiten sind haben wir auch mit Dynatrace ausgestattet, um da ja die Informationen zu bekommen, die auch in Richtung Real-User-Monitoring gehen und da zu ergänzen und Erkenntnisse rauszuziehen. Dann haben wir auch Plattform-as-a-Service-Angebote, zum Beispiel aus der SAP Commerce Cloud, untersucht und auch mit Dynatrace bestattet. Ja, also sehr, sehr divers von der Technologie und auch sehr, sehr divers von den Teams. Also es gibt kleinere DevOps-Teams, größere DevOps-Teams. Es gibt Teams, die mehr Expertise schon in diesen Monitoring-Themen, mehr Kapazität, um da mitwirken zu können und in dem Rahmen natürlich auch viel mehr umsetzen können. Ich spreche jetzt ein bisschen schwarz und weiß. Also es gibt andere Teams, die vielleicht auch kleiner sind, wo die Kapazität nicht so hoch ist, mitwirken zu können und wo unsere Unterstützung viel mehr gefragt war. Und das unter einen Hut zu bekommen, haben wir aus dem Projektteam heraus auch versucht, viele Informationen, viel Wissen schon mal zu beschreiben über einen Wiki und über verschiedene Kanäle und so den Teams dann auch bereitzustellen und dann bei Bedarf mit der Firma Amasol zusammen dann auch in die Beratung zu gehen, um dann die Themen, die dort angefallen sind, umzusetzen. Das ist, was wir bis dato so gemacht haben und für die Zukunft, was wir halt sehen als Thomas, große Herausforderung. Ich glaube, unsere Zeit, dadurch, dass wir ein bisschen spät angefangen haben, müssen wir hier gar nicht gesehen. Genau, deswegen müssen wir hier leider aufhören. Okay. Dann machen wir jetzt die Fragerunde, richtig? Ich glaube, die nächste Präsentation soll schon starten. Okay. Stefan, bist du wieder da?